Ich kreiere gesunde Rezepte und ich verwende Proteinpulver. Aber das ist doch ein Widerspruch. Proteinpulver sind doch so ungesund. Ist das so? Proteinpulver sind eine sinnvolle Ergänzung, um euch proteinreich zu ernähren. Die Rohstoffe, aus denen Proteinpulver hergestellt werden, sind zum Beispiel Erbse, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen oder Hanf. Diese pflanzlichen Quellen werden dann entölt, fein vermahlen und getrocknet. So habt ihr ein feines Pulver, das ihr in Getränke einrühren könnt oder für andere Rezepte wie zum Backen verwenden könnt. Und sie sind so, je nach Quelle, eine sinnvolle Ergänzung in eurer Ernährung anstelle von tierischem Protein. Pflanzliche Proteine liefern außerdem Ballaststoffe und je nach Ausgangsstoff enthalten diese pflanzlichen Proteinpulver auch noch andere Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen oder Magnesium. Bei Proteinpulvern gilt wie bei anderen Lebensmitteln, achtet hier auf Bioqualität, möglichst unverarbeitete Produkte, ohne zusätzliche Zusatzstoffe, unnötige Verdickungsmittel oder Süßungsmittel. Möglichst in Rohkostqualität und natürlich und so könnt ihr euren Proteinbedarf decken.